Ich grüße euch zu einem neuen Video und zwar habe ich heute den Sonos Roam inklusive Ladestation. Dann packen wir das Ganze mal aus und schauen, was alles dabei ist. Fangen wir mit dem Sonos Roam an. Wieder eine ordentliche Verpackung mit einem Tragegriff. Wieder schön verpackt in einem Fließtuch. Und hier haben wir es. Ich finde es wirklich ein schönes Gerät. Es fühlt sich gut an, sehr hochwertig. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss. Hier oben eine Mikrofontaste. Leiser und lauter und Start und Pause. Dann haben wir die Gebrauchsanweisung. Und das Ladegerät. Und zwar haben wir hier ein USB-A auf ein USB-C. Das war's dann auch schon. Dann packen wir die Ladestation aus. Hier auch wieder ein schöner Tragegriff. Auch hier wieder ein schönes Fließtuch. Hier die Ladestation mit USB-A-Anschluss. Dann auch eine Gebrauchsanweisung. Und einen Stecker. Und auch das war es. Dann stellen wir das Ganze mal drauf. Und es ist magnetisch. Es hebt jetzt direkt dran. Sehr schön. Das war das Unboxing. Und dann machen wir jetzt mal die Ersteinrichtung mit der Sonos App. Dann verbinden wir das Gerät jetzt mit unserer Sonos App. Gehen hier unten auf Einstellungen. Hier ist der Sonos Roam. Klicken den an. Fügen wir nun deinen Sonos Roam deinem System hinzu. Fortfahren. Jetzt wird das Gerät vorbereitet. Suche die gekennzeichnete Stelle. Das wäre wohl das hier. Tippe auf den nächsten Bildschirm hier auf dein Mobilgerät, um mit dem Setup fortzufahren. Bereit zum Scannen. Tippe mit der Rückseite deines Mobilgeräts auf die gekennzeichnete Stelle. Wir probieren das Ganze nochmal, es hat nämlich nicht funktioniert. Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Wir probieren es nochmal. Erkenne dein Sonos Roam.
Und warum hat es das gleich nicht so gemacht? Ja. Das war jetzt ein bisschen komisch. Ich muss jetzt ehrlich sagen, die Einrichtung gerade, eben die Verbindung habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Mit den anderen Sonos-Geräten war das immer relativ einfach. Dann will das Ganze auch ein Update. Dein Sonos Roam wurde hinzugefügt. Oben meldet sich auch schon gleich die Alexa. Und fertig. Sonos Roam kann automatisch TruePlay nutzen. Aktivieren wir. Und fertig. Lerne dein Sonos Roam kennen. Füge einen Sprachassistenten hinzu, das heißt, das Gerät hat Alexa oder Google Assist. Sonos Run mit TruePlay abstimmen. Das brauchen wir nicht. Jetzt schauen wir mal, wo das Gerät ist. Und hier haben wir es, Sonos Roam. Ich werde jetzt die Soundqualität testen. Als erstes hört ihr es über mein iPhone. Werde jetzt über AirPlay 2 es über den Sonos Roam schicken. Lautstärke habe ich die Hälfte. Er hat einen starken Bass. Die Stimme ist sehr klar. Jetzt mal lauter stellen. Ich hoffe, man hört es gut über das Mikrofon. Fürs Erste bin ich vom Ton her sehr begeistert. Positiv überrascht. Ich nutze momentan von Bose den Soundlink. Die zwei Geräte werde ich dann miteinander testen und vergleichen, werde dazu auch ein Video machen und es euch dann im Video oben verlinken. Ich finde, er ist sehr robust. Man hat ihn gut in der Hand. Er gefällt mir optisch sehr gut. Ich finde klasse, dass er AirPlay 2 hat, dass er Alexa integriert hat, sowie Google Assist für diejenigen, die das nutzen möchten. Ich finde gut, dass man ihn auch hier oben steuern kann, dass man das Mikrofon an- und ausschalten kann, dass es einen Power-Knopf gibt, man das Ganze übers WLAN einbinden kann, aber auch über Bluetooth nutzen kann. Als HomeKit-Nutzer finde ich es toll, dass man es in die Apple Home App mit einfügen kann. Gerät hinzufügen. Ich habe keinen Code und kann auch nicht scannen. Und hier taucht der Sonos Roam auf. Ich wähle diesen aus. Jetzt kann ich die Räume aussuchen. Ich möchte ihn im Garten haben. Fortfahren. Beim Namen lasse ich ihn so. Und hier ist jetzt der Lautsprecher. Das Tolle an dem Gerät ist, es ist IP67 und ist somit wasserdicht. Laut Sonos kann es sogar 30 Minuten lang bis zu einem Meter Tiefe eingetunkt werden. Aber für mich jetzt in meinem Fall finde ich es super, wenn man es gerade im Garten stehen hat und es regnet, passiert nichts. Oder wenn man am Pool ist oder es mit ins Schwimmbad nimmt oder ins Wasser und es wird nass, muss man keine Angst haben. Der Sonos Roam ist 16,8 cm hoch, 6,2 cm breit und 6 cm tief. Ich habe ihn hier in Luna White und ihn gibt es auch noch in einem Schwarz, in einem Shadow Black. Mein erstes Fazit: tolles Gerät. Vor allem mit der zusätzlichen Ladestation
finde ich, ist klasse, dass man es in Ruhe aufladen lassen kann und trotzdem Musik hören kann, ohne dass die Batterie leer geht, beziehungsweise der Akku. Ja, und für alle diejenigen, die im Sonos-Universum sind und eine kleine Boxe brauchen, würde ich sagen, ist das genau das richtige Teil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne einen Daumen hoch. Abonniert auch meinen Kanal. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut!